Kapitel 8 – Sender und Antennen, die Technik. Als ich 1981 das erste Mal ecuadorianischen Boden betrat und den Sender HCJB kennenlernte, führte mich der Leiter der deutschen Abteilung, Peter Hubert, zum Antennenfeld nach Pifo, 30 Kilometer östlich von Quito. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Schon von Weitem sahen wir einige hohe, rot-weiß gestrichene Antennen aus der Landschaft ragen. Nachdem wir das Eingangstor zum HCJB-Grundstück passiert hatten, konnten wir den ganzen Wald von Masten richtig sehen. Auf einem riesigen, verhältnismäßig ebenen Feld waren jetzt die verschiedenen Systeme erkennbar. Hier 4, 5 Doppelmasten in einer Richtung mit einem feinen Drahtgeflecht dazwischen, da eine Gruppe kleiner Antennen, dort eine einzelne, da 4 riesige Masten eng zusammen, da hinten die besondere Richtantenne. Es war überwältigend. Noch nie hatte ich so viele Antennen, es waren wohl an die 50 Masten, auf einem Haufen gesehen. Peter Hubert erklärte mir, was das für Antennen seien, in welche Richtung das Signal ausgestrahlt wurde, für welche Meterbänder sie eingesetzt wurden und wie sie aus Wasserleitungsrohren zusammengeschweißt worden waren. Während ich staunend dastand und in den Himmel schaute, sagte Hubert plötzlich, »Ja, das ist unsere Kanzel. Von hier aus predigen wir der ganzen Welt die frohe Botschaft.« Dieser Vergleich hat bei mir eingeschlagen. Er war gewissermaßen mein Ruf in die Radioarbeit nach Quito. Langsam wurde mir deutlich, wie viel aufwendige Technik dem Verkündiger hier zur Verfügung steht. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, als wir anschließend die Senderhalle betraten. Ein paar Ingenieure waren über Schalltafeln gebeugt oder liefen geschäftig hin und her. Die eigentlichen Sender, es waren insgesamt 10 Geräte von verschiedener Größe und Stärke, enttäuschten mich etwas. Es war nicht viel davon zu sehen. Die ganzen Schalltafeln, Transistoren und Röhren waren versteckt hinter einer Metalltür. An der Vorderseite leuchteten bunte Lämpchen auf und Zeiger schwankten geheimnisvoll auf einer Reihe von Skalen. Durch ein Glasfenster in der Vorderfront konnte man bei manchen Sendern eine riesige Röhre glühen sehen. Alle diese Einrichtungen, die Antennen und die komplizierten, teuren Sender sind nur ein Teil der sehr umfangreichen Installation bei Radio HCJB. Ingenieur Daniel Enz erklärt, hier in Pifo steht eine der größten Senderanstalten in ganz Südamerika. An keinem anderen Ort sind so viele Sender und Antennen auf einem Grundstück konzentriert. Von hier aus gehen Programme in fast 20 verschiedenen Sprachen nach Nord, Süd, Ost und West. Die Sendungen können in Japan gehört werden, in Australien und Neuseeland, in Indien, Russland, Europa und natürlich in Nord- und Südamerika. Jahrzehntelang blieben die teuren und für die Verbreitung des Evangeliums so wichtigen Installationen unbehelligt. Nur wenige Äquatorianer schienen sich der Bedeutung und der Reichweite dieser Anlagen bewusst zu sein. Selten kamen Besucher auf das Grundstück, das noch nicht einmal eingezäunt war. Für Terroristen wäre es ein leichtes gewesen, die Sender in die Luft zu sprengen. So hätten sie die Stimme der Anden empfindlich treffen und für lange Zeit zum Schweigen bringen können. Anderen Sendern in Entwicklungsländern ist das auch wirklich passiert. Alles schien friedlich in Ecuador, bis uns eines Morgens im März 1990 die Nachricht erreichte, in unserer Sendeanlage in Pifo sei es zu einem Überfall gekommen. Verbrecher waren nachts in das Senderhaus eingedrungen, hatten die diensthabenden Techniker gefangen genommen, gefesselt und eingesperrt. Dann hatten die Diebe innerhalb kurzer Zeit die wichtigsten Schalltafeln aus den Sendern entfernt und waren verschwunden. Ein am Tatort zurückgelassener Zettel forderte die Missionsleitung auf, den Vorfall nicht zu melden und stillschweigend 250.000 US-Dollar für die Rückgabe der Schalltafeln zu zahlen. Das war eine richtige Erpressergeschichte. Die Leitung von HCJB handelte ganz entschieden. Sofort wurde die Polizei informiert. Dann nahm man Kontakt mit einer internationalen Organisation auf, die sich mit Terrorismus und Erpressung auskannte. Diese Organisation sandte gleich einen Spezialisten, der uns einige wichtige Verhaltensregeln für solche Situationen gab. Ohne zu zögern planten unsere Ingenieure fieberhaft, wie sie den Schaden an den Sendern beheben könnten. An eine Zahlung der geforderten Summe war nicht zu denken. Die Sender standen allerdings für einige Tage still. Doch einer nach dem anderen konnte wieder repariert und in Betrieb genommen werden. Die Sache mit der Erpressung ging noch eine Weile mit Drohungen und Telefonanrufen weiter. Auch Mitarbeiter und ihre Familien waren in Gefahr. Wir konnten unsere Kinder nicht mehr allein zur Schule schicken. Als die Erpresser aber merkten, dass die Polizei eingeschaltet worden war und von der Mission alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden,
mussten sie ihr Vorhaben unverrichteter Dinge aufgeben. Nach diesem Ereignis wurde aber ein Zaun um die Anlagen in Pifo errichtet und Wachpersonal eingestellt. Wer jetzt die Sender besichtigen will, muss ein gesichertes Tor passieren und sich ausweisen. Um die mehr als 10 starken Sender in Pifo zu betreiben, braucht man viel Strom. Ein Sender hat 10.000 Watt Sendeleistung, ein anderer 25.000, ein dritter 50.000, 100.000 und der größte hat eine Sendeleistung von 500.000 Watt. Das bedeutet, wenn alle Sender in Betrieb sind, benötigen wir etwa 1 Million Watt Strom. Das staatliche Stromnetz in dieser ländlichen Gegend ist nicht auf einen solchen Verbrauch eingerichtet. Deshalb mussten wir selber vorsorgen. Zwar stehen riesige Dieselgeneratoren bereit, jedoch verbrauchen sie zu viel teuren Treibstoff und haben einen hohen Verschleiß. Sie können fast nur als Notstromaggregate verwendet werden. Ein eigenes kleines Wasserkraftwerk war die beste Lösung für das Stromproblem. Darum suchten die Ingenieure nach einer passenden Stelle für ein solches Projekt. Man dachte an einen kleinen Bergfluss, den man stauen könnte, um eine Turbine zu betreiben. Dieser Ort fand sich in etwa 30 Kilometer Luftlinie von den Sendern entfernt auf der Ostseite der Anden. Das hieß, hier konnte durch Wasserkraft genügend Energie gewonnen werden. Allerdings musste die Elektrizität dann eine Entfernung von 30 Kilometer in Hochspannungsleitungen über den Andenpass von mehr als 4000 Meter Höhe zurücklegen. Die Verantwortlichen überlegten nicht lange. Einen Damm zu bauen, Turbinen zu installieren und eine 30 Kilometer lange Stromleitung zu legen, war auf die Dauer billiger, als fortlaufend Energie zu kaufen oder Dieselmotoren zu benutzen. Natürlich war es ein großes Abenteuer, solch ein Projekt an einem entlegenen Platz in den Anden anzufangen. Ich erinnere mich noch, wie eine Planierraupe, die für die Erdarbeiten am Damm zum Bauplatz transportiert wurde, mitsamt dem Tieflader auf der schmalen, kurvenreichen Straße abstürzte und tief unten in einem Tal landete. Wie durch ein Wunder kam dabei niemand ums Leben, und die Raupe konnte trotzdem noch für den Dienst gebraucht werden. Wer heute von Quito aus in den Oriente, das östliche Urwaldgebiet, fährt und die Straße über Pifo-Papallacta benutzt, der kommt in einer Kurve an zwei weiß gestrichenen Rohrleitungen vorbei. Sie haben etwa 1 Meter Durchmesser und überqueren die Straße wie eine Brücke. Diese Rohre fördern, auf einer Strecke von etwa 600 Metern, das gestaute Wasser des Bergflüsschens steil hinab in das Turbinenhaus. Dort treiben die beiden Turbinen zwei Generatoren an. Einen kleineren, der 1800 Kilowatt Strom erzeugt, sowie einen größeren, der 4200 Kilowatt erzeugt. Das kleine missionseigene Elektrizitätswerk in der Nähe des Andendörfchens Papallacta ist nun ein großer Segen für die Radiostation. Mit dem billigen, durch Wasserkraft erzeugten Strom können die Sender nun laufen und Tag und Nacht auf mehreren Frequenzen gleichzeitig christliche Programme in etwa 20 Sprachen in alle Welt ausstrahlen. In erster Linie ist die Stimme der Anden eine Kurzwellenstation. Ich nehme an, dass die meisten meiner Hörer zu Hause nur einen Lokalsender auf UKW hören. Diese Station ist ja nur wenige Kilometer vom Empfangsort entfernt. Für größere Strecken reichen die Anlagen meist nicht aus und sollen es auch nicht, damit sie sich nicht gegenseitig stören. Die verhältnismäßig geringen Reichweiten haben mit der Leistung der Sender zu tun und mit den Eigenschaften der benutzten Welle, UKW oder Mittelwelle. Die Mittelwelle reicht weit, ist aber dafür nicht so rein wie UKW. Die Ultrakurzwelle hat eine bessere Tonqualität, wird aber leicht von geografischen Hindernissen abgelenkt und kann dann nicht mehr empfangen werden. Die Kurzwelle dagegen legt sehr weite Strecken zurück. Der Name Kurzwelle bezieht sich nicht auf die Entfernung, die sie überbrücken kann, sondern auf die Wellenlänge. Christian Weidmann, ein Schweizer Ingenieur bei HCJB, erklärt das folgendermaßen. Die Schwingungen der Kurzwelle gehen zuerst in die Atmosphäre, werden dort in einer Höhe von etwa 300 Kilometern von der Ionosphäre reflektiert und wieder zur Erde zurückgesandt. Sie kommen aber nicht wieder auf ihren Ausgangspunkt zurück, sondern treffen, je nach dem Abstrahlungswinkel, in einigen 1000 Kilometern Entfernung wieder auf die Erde bzw. auf den Ozean. Von hier werden sie erneut zur Ionosphäre reflektiert und so weiter. Auf diese Weise ist es möglich, dass die Kurzwellensignale die Erdkrümmung überwinden und die letzten Winkel auf dieser Erde erreichen können. Die Strecke von Quito zu dem 10.000 Kilometer entfernten Düsseldorf oder Frankfurt legt die Kurzwelle in 2 Sprüngen in einem Bruchteil einer Sekunde zurück. Das heißt, die Signale werden 2-mal von der Erde
und der Ionosphäre reflektiert. Durch die großen Distanzen im Weltraum leidet die Qualität der Übertragung. Das macht sich am Empfänger durch Rauschen, Prasseln, Schwund oder zu schwache Signalstärke bemerkbar. Weit entfernte Stationen über Kurzwelle zu empfangen, ist meist kein reiner Genuss, erklärt uns einmal ein DXer, als wir noch ganz am Anfang unserer Tätigkeit an diesem Kurzwellensender standen. Deshalb hören die meisten Leute auch lieber den Ortssender auf UKW, sagte er. Die Kurzwelle hat aber einen großen Vorteil, der für mich sehr wichtig ist. Sie bringt aktuelle Nachrichten und Informationen direkt aus anderen Erdteilen in blitzartiger Geschwindigkeit in mein Haus. Dieser Vorteil der raschen Information aus großer Entfernung interessiert uns. Dafür nehmen wir die oftmals schlechte Empfangsqualität gern in Kauf. Soweit der DXer. Ich selbst bin ja kein DXer und überhaupt kein guter Radiohörer. Zwar produziere ich Programme, aber ich gehe nur selten auf Kurzwellenjacht. Doch gelegentlich suche ich schon einmal nach entfernten Stationen. Eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte, spielte ich an meinem Weltempfänger und stieß auf Radio Kol aus Israel. Hier in Ecuador konnte ich das Programm in englischer Sprache recht gut verfolgen. Da spürte ich etwas von der Faszination des DX-Hobbys. Man sitzt in den südamerikanischen Anden in seinem Zimmerchen und ist plötzlich mit seiner Fantasie und seinen Gedanken über tausende von Kilometern nach Israel versetzt. Natürlich braucht der Kurzwellenhörer einen guten Weltempfänger, um die Signale vom anderen Teil der Erde auffangen zu können. Diese Geräte können von 100 bis 1000 Euro kosten. Hat jemand aber erst einmal einen guten Weltempfänger, dann möchte er auch weit entfernte exotische Stationen empfangen. Er möchte Informationen und Musik aus fernen Ländern hören. Für den europäischen Kurzwellenhörer ist eine Station am anderen Ende von Südamerika ein reizvolles Ziel. Deshalb werden in den deutschen Rundfunkzeitschriften auch unsere Frequenzen angegeben. Der Besitzer eines Weltempfängers wird nun auch versuchen, solch einen Exoten zu empfangen. So kommt es eben, dass viele Menschen, die nicht an christlichen Programmen interessiert sind, doch Radio HCJB anpeilen. Hier finden sie dann auch, was sie suchen: Andenmusik, Reiseberichte, Nachrichten. Aber auch, was sie vielleicht nicht gesucht haben: evangelistische Ansprachen, biblische Botschaften, Zeugnisse und christliche Lieder. Die moderne Technik in den Studios, bei den Sendern und Antennen, dem Wasserkraftwerk und sonstigen Anlagen macht HCJB zu einer außergewöhnlichen Mission mit sehr hohen Investitionen. Und die meisten Missionare, die hier arbeiten, sind Ingenieure und andere qualifizierte Spezialkräfte mit einer langen, kostspieligen Ausbildung. Neben ihrer Arbeit beim Sender sind sie aber auch Verkündiger des Evangeliums in Ecuador.
Signal.